Es ist mal wieder leichter Lebenszeit und da habe ich mich passend zum Thema dementsprechend weihnachtlich gekleidet. Denn es geht auch ein klein wenig um Kalorien. Um die guten oder auch die schlechten Kalorien. Das wird uns Kerstin Obermoser im Laufe der Sendung noch erklären. Du bist Ernährungscoach und darauf legst du auch großen Wert. Obwohl es auch ein bisschen was mit Ernährungsberaterin zu tun hat. Warum es da aber doch den einen oder anderen Unterschied gibt, darüber werden wir uns heute unterhalten. Aber nicht nur das, sondern vielleicht können wir einmal ganz kurz schon die Vorbereitung zeigen. Wir werden uns nämlich gleich auch in die Küche, in unsere Leichter Leben Küche begeben, denn da gibt es ein wunderbares veganes und natürlich sehr gesundes Rezept von dir. Es geht um Pancakes, ja? Ja. Da freut sich einer, glaube ich, besonders. Timo Wagenbach. Der ist nämlich auch im Studio. Du bist ja eine kleine Naschkatze, oder Timo? Aber nur so. Aber nur so, genau. Also ein Pancake, ein gut gemachtes Pancake, da sagst du nicht nein. Auch wenn es ohne Milch gemacht wird, du bist ja so ein Milchfan. Ich bin Milchfan, ja. Aber es ist ein veganer Pancake, aber probieren kann man es mal. Natürlich, ne? Dafür bin ich hier. Genau, aber nicht nur dafür bist du da, sondern du bist unter anderem für den Astro-Klatsch da. Es ist ja einiges passiert in der letzten Zeit und darüber werden wir natürlich ein klein wenig plaudern. Außerdem haben wir noch ein kurzes Gespräch mit Elisabeth Tadler, da geht es auch mal ums Zuhören. Da werde ich mal zuhören, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und Timo Wagenbach ist übrigens auch noch für die Tagesprognose zuständig. So was? Oder? So ist es doch. Ja. Tagesprognose von ihm kommt jetzt. Die Tagesprognose für heute, den Donnerstag. Wollte ich gerade so, wie bei Nachrichten, oder? Gott, heute Donnerstag, der 9.12. Ja, ja. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Ja, ja. Wie sieht's aus, der heutige Tag? Ja, wir haben eine gute Konstellation, oder eine gute Konstellation, um nicht Sport zu machen. Also was mir sehr entgegenkommt zu naschen, meine Lieben. Wir haben Mars Jupiter. Jupiter steht immer für die Fülle, ja. Und Mars steht aber auch für den Sport und so weiter. Wenn das im Quadrat steht, dann sollte man eben keinen Sport machen. Und vor allen Dingen bei der Arbeit aufpassen, leichte Überforderung. Man kriegt vielleicht jetzt mehr auf den Tisch als sonst. Die eine oder andere Überstunde könnte heute anstehen. Man sollte einfach ein bisschen sich zurücknehmen. Und einfach mal früher Feierabend machen. Wenn es möglich ist. Und auf die Couch. Und auf die Couch und kein Sport. Es ist wirklich, also mit Mars ist immer so diese Zerrungsgefahr. Da weißt du, dass irgendwas Blödes passiert ist. Es muss nichts Großes sein. Aber dass man einfach immer so denkt, hätte ich doch mal das nicht gemacht. Alles. Am besten nur mit dem Hund raus. Nichts anderes machen im Grunde. Das ist der einzige Sport, den man machen sollte. Alles klar. Betrifft ja dann irgendwie jeden, ne? Das ist ja das Schöne bei der Astrologie. Ja. Das heißt, du redest natürlich über die Energien, die vom Nachthimmel oder vom Himmel auf uns wirken. Genau. Und das sind halt dann gerade eben, und jeder kennt es ja. Es gibt ja dann immer so Tage, wo man denkt, ah, alle fühlen sich irgendwie ähnlich schlecht oder ähnlich gut. Und jeder ist irgendwie in so einer bestimmten Stimmung. Und da wird man halt beeinflusst. Und wenn Sie heute noch auf der Couch sitzen, heute Morgen, bleiben Sie einfach am besten auf der Couch. Das ist alles klar. Bleiben wir auf der Couch. Wir bleiben nicht auf der Couch, sondern wir quatschen und tratschen gleich noch ein bisschen. Es geht um Prominente natürlich, die man sehr gut kennt. Auf einen freue ich mich besonders, Happe Kerkeling. Ja. Denn he is back, der Gute. Gott sei Dank. Und freut man sich natürlich sehr darüber. Was die Astrologie so alles über ihn zu berichten weiß, das wird uns Timo Wagenbach gleich erklären. Und wer jetzt auch seine Lebensberatung haben möchte, der kann sie ebenfalls bekommen. Denn man weiß ja, nach leichter Leben gibt es erstmal mal 2 Stunden wieder unseren Astro-TV-Shop. Also auch wieder keine Beratung, aber man kann sich beraten lassen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Da sitzen nämlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche Lebensberater und helfen euch weiter. Ansonsten kann man natürlich auch den Weg über Questico gehen. Ja. Da findet man unter anderem auch Timo Wagenbach und Thorsten Gabriel. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. Kerstin Obermoser ist zu uns gekommen, wird uns gleich ein sehr leckeres Rezept verraten. Die vegane, aber, was heißt aber, die vegane gesunde Küche. Denn Pancakes, die haben natürlich das ein oder andere Kalorienchen. Aber wir wollen ja heute nicht nur über die schlechten Kalorien reden, sondern auch über die guten. Ne? Richtig.
Kalorien ist nicht gleich Kalorien. Genau. Du bist Ernährungscoach und da legst du großen Wert. Was ist der Unterschied zwischen einem Ernährungscoach und einer Ernährungsberaterin? Also Wie gendert man eigentlich Coach richtig? Ja, also tatsächlich Ernährungscoachin, aber ich finde, das hört sich irgendwie total komisch an. Deshalb sage ich meistens oder eigentlich immer Ernährungscoach. Bin oft irritiert, wenn man mich dann Ernährungscoachin nennt. Mhm. Aber ja, genau. Also, ich glaube, das wäre es. Also Ernährungsberaterin oder Ernährungscoach. Genau. Nee, worin liegt der Unterschied? Also für mich ist es einfach so, bei mir geht es nicht nur um die Beratung, sondern wirklich ums Coaching, weil ich glaube, wir wissen schon alle, ich sage jetzt mal, der Apfel ist besser als die Schokolade, so vom Prinzip her. Aber es dann umzusetzen, ist halt eine andere Sache. Und mir geht es halt darum, langfristig und nachhaltig Verhalten zu verändern. Und das mache ich halt in Form von Coaching-Methoden. Ach, das bedeutet natürlich die Beratung. Da wird mir natürlich erklärt, welche Lebensmittel sind gesund, welche Lebensmittel sind gut für mich. Das wissen wir, wie du es gerade gesagt hast. Aber du nimmst die Menschen wirklich über einen längeren Zeitpunkt an die Hand und gibst ihnen quasi auch so eine Art, auch wenn wir heute keine Fitness machen sollten, aber so eine Art Fitness-Ernährungsplan, ja? Ja und nein. Also ich arbeite überhaupt nicht gern mit Plänen. Das tue ich nicht, weil ich finde, jeder ist super individuell. Und da geht's eben mehr darum, herauszufinden, also zum Beispiel, was isst du gerne? Was tut dir gut? Wie ist dein Alltag? Was magst du gerne? Was tut deinem Körper gut? Und danach sozusagen zu gehen. Und dann kann man ja zum Beispiel deinen persönlichen Plan ein bisschen herausarbeiten, indem man sagt, okay, was frühstückst du zum Beispiel gerne? Und dann gucken wir uns an, wie ist das denn zusammengestellt? Kann man da vielleicht noch ein bisschen optimieren. Aber nicht, dass ich dir sage, also Andrea, du musst jetzt ab morgen jeden Tag das und jenes frühstücken, weil das ist etwas, das setze ich dir vor. Und das wirst du vielleicht eine Weile, wenn du diszipliniert bist und ein Ziel hast, das du verfolgen willst oder erreichen willst, dann kannst du das machen. Aber du wirst es auf die Dauer nicht machen, weil es nicht deins ist. Jetzt bin ich zum Beispiel jemand, und früher hat man immer gesagt, morgens im Grunde genommen wie ein Kaiser, mittags wie ein Königs, abends wie ein Bettelmann. Jetzt bin ich aber eher der Ernährungsmensch, der morgens überhaupt nicht frühstücken möchte, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel fitter, geistig viel schneller bin, wenn ich eben nichts gegessen habe. Und deswegen verzichte ich ganz, ganz oft auf mein Frühstück und fange erst an, am späten Nachmittag das erste zu mir zu nehmen. Nicht gut wahrscheinlich. Also ich würde es sowieso nicht pauschalisieren, aber nee, ich würde es eigentlich eher als gut empfinden. Also ich kann das sehr gut nachempfinden, weil ich, sorry Mama, wurde immer gezwungen von meiner Mama zum Frühstück. Also gezwungen, aber die wollte natürlich immer, dass ich mit Frühstück... Meine auch. Also das war ja auch normal, das gehörte sich auch dazu. Das Kind darf nicht ohne Frühstück nach Hause gehen. Und wenn es einfach nur die Haferflocken oder irgendwas sind, aber ein bisschen was gehört in den Magen rein. Genau, und ich war aber auch nie so der Frühstücksmensch. Und also ich fange frühestens mittlerweile zwischen 10 und 11 an. Es hängt davon ab, was ich halt auch abends gegessen habe oder wie spät und ob ich morgens meinen Sport gemacht habe oder nicht. Heute habe ich ja sportfrei sozusagen, habe ich gehört. Und ich gehe da einfach nach meinem Gefühl. Also, machen wir es denn vom Gefühl her richtig? Aber der ein oder andere übertreibt es halt vielleicht ein bisschen. Ich glaube, dass wir den Zugang zu unserem Gefühl einfach ein bisschen verloren haben. Und das ist aber auch so etwas, was ich mit ist bewusst sozusagen, wo ich wieder hin möchte. Ob jetzt frühstücken, ja oder nein, ne? Also ich persönlich finde es gut, wenn längere Pausen sind. Aber es ist einfach eine Typgeschichte. Und da muss man dann selber dieses Gefühl wieder finden. Ja. Und das ist irgendwie das, was ich halt begleiten möchte, wieder diesen Weg zu sich selber zu finden. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, weil es sind ja auch viele Mythen, die sich über die letzten Jahre aufgestaut haben, die sich aber mittlerweile natürlich auch verändert haben. Das heißt, Dinge sind irgendwie relativiert worden. Wir werden jeden Tag in irgendwelchen Zeitungen, und es fängt ja schon in den Kindermagazinen oder in den jugendlichen Magazinen an, mit Diäten bombardiert, die eigentlich alle uns generell helfen sollen. Aber so einfach ist es halt nicht, weil wir alle Individuen sind. Ja, und ich meine, so ehrlich müssen wir uns auch mal sein. Würden sie helfen, dann wird nicht jeden Tag eine neue kommen. Und was du gerade angesprochen hast, was ich auch ganz krass auch so erlebe bei meinen Klienten oder Klientinnen vor allem auch, ist Thema Social Media. Na, da gibt es natürlich auch sehr viel Einfluss, gerade was dieses, oder finde ich auch dieses falsche Bild von Essen und Essverhalten und Körper
auch zeigt. Ja, ja, also Körperkult ist natürlich das eine Thema, aber auf der anderen Seite natürlich ist eine ausgewogene Ernährung, glaube ich, schon eine richtige Ernährung. Jetzt haben wir aber natürlich diese verschiedenen Ernährungsformen. Das heißt, wir haben den, ich nenne ihn mal Allesfresser, wir haben den Vegetarier, wir haben den Veganer, die gehen sogar noch weiter, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, die sich nur von... Frutarier vielleicht? Ja, ja, also die nur Nüsse oder sonst irgendwas oder zu sich nehmen. Rohkost, da denke ich mir, das kann ja auch alles nicht ganz so gesund sein. Das hat ja auch wieder was nur mit einer reinen Einseitigkeit zu tun, außer vielleicht der Allesfresser. Also das ist so ein alter Spruch, alles mit Maß und Ziel. Ne? Obwohl ich persönlich schon auch aufgrund vieler Studien der Meinung bin, dass eine pflanzenbasierte Ernährung, das heißt, es muss nicht 100% vegan sein, ne? Aber einfach reduzierter. Und ich denke, wenn wir zurückdenken, war das auch so, da gab es einen Sonntagsbraten und man hat halt sozusagen alles verarbeitet, aber man hat nicht jeden Tag dreimal am Tag Fleisch gegessen oder fettiges, verarbeitetes, süßes, viel Zucker, das gab es ja so nicht. Und ich denke, wenn man in diesem Maße bleibt, ist genau dieses Ausgewogene auch total okay und gut. Was nicht gut ist, ist halt jedes Extrem. Also sprich, wahnsinnig viel Zucker oder Verarbeitetes oder Fettes, diese ganzen verarbeiteten Produkte, das ganze Industrieessen. Ja, also. Aber was man auch mitbekommt, und das finde ich ist auch wieder so eine schöne Geschichte von Instagram oder den ganzen Social-Media-Kanälen, dass viele Menschen andere Menschen zum Kochen überreden, das heißt zeigen, wie einfach es eigentlich geht. Also wir müssen nicht einfach nur die Dose Ravioli aufmachen und die in den Topf werfen, sondern wir können fast genauso schnell eine gute, aber viel gesündere Lösung finden. Also das ist auch mein Ziel. Also das wirst du hoffentlich nachher mit den Pancakes auch merken. Ich finde, es geht dann darum, einfach nicht zu verzichten auf die Kalorien, die angeblich nicht so gut sind oder vielleicht auch wirklich nicht so gut sind, sondern eine gesündere Variante davon zu wählen. Das finde ich schöner als den Verzicht. Ja, ja, aber mir ist es schon auch aufgefallen, dass die Menschen, und das liegt mit Sicherheit auch an Corona, viel mehr zu Hause natürlich gewesen sind und sich ausprobiert haben. Ja. Also das war ja bestimmt auch so ernährungstechnisch gesehen ein großer Vorteil. Definitiv. Also es gibt beides. Ich habe tatsächlich bei den meisten meinen Klientinnen auch diese Erfahrung gemacht. Aber es gibt auch die anderen, die wahnsinnig zugenommen haben, die viel Essen bestellt haben, die nicht gekocht haben. Aber ich glaube, es gibt sogar eine Studie dazu, meine ich, dass das Kochen im Wert viel mehr gestiegen ist. Also dass viel mehr Leute mittlerweile kochen seit Corona. Und das ist für mich persönlich ein absoluter Sieg, weil frisch zu kochen ist natürlich immer das Beste, was man machen kann. Ja, und du hast auch was mitgebracht, wo ich am Anfang noch ein bisschen drüber die Nase gerumpft habe und gesagt habe, oh, was packst du denn da aus? Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich würde sie nicht mehr anfassen, sondern bei mir wären sie leider Gottes im Biomüll gelandet. Mhm. Aber auch das tun wir oftmals zu schnell. Und auch da ist es eben auch eine Art Coaching, zu zeigen, was können wir mit Lebensmitteln machen und bis wann kann man sie dann doch auch noch verwenden, ohne dass man gleich zur Wegwerfgesellschaft wieder wird. Denn wir können viel verarbeiten, obwohl es halt vielleicht manchmal nicht mehr ganz so gut aussieht. Das ist richtig. Mhm. Und ich gebe dir da auch vollkommen recht. Schön sind sie nicht mehr. Nee. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt auf jeden Fall bei uns, denn gleich gibt es natürlich auch noch ein sehr, sehr schönes Rezept. Wir machen die schnellen Pancakes, die jeder zu Hause wirklich hinkriegt und nachmachen kann. Das hat mir zumindest die Kerstin versprochen. Ich freue mich drauf. Jetzt könnt ihr euch erstmal freuen, denn es gibt ein Buch und wir haben uns gedacht, naja, passend so ein bisschen zum Thema Ernährung, der Keto-Kompass. Die sind ja eigentlich auch sehr bekannt mit ihrem Kompass, der Verlag hier. 30 Tage oder 30 Rezepte. Keto, was bedeutet das nochmal? Die ketogene Ernährung zielt darauf ab, ganz wenig Kohlenhydrate sozusagen zu essen und hauptsächlich auf Fette und Proteine zu gehen. Ah, okay. Ein bisschen wie die Hawkins-Diät damals, über die man auch oftmals gesprochen hat. Die Atkins? Oder Atkins. Ja, das ist halt so Low Carb. Und da geht es aber wirklich so, ist auch so ein bisschen diese Steinzeit-Diät. Und da geht es wirklich auch viel auf Fleisch und ja, von den Fettquellen her wird da auch geachtet. Okay, jetzt mache ich eine mutige Frage, weil wir verlosen ja dieses Buch. Jetzt gucken wir mal, wie viele dann anrufen. Ist es wertvoll? Also ist es etwas, wo man sagen kann, kann man zu Hause haben, kann man ruhig auch mal blättern und vielleicht auch mal das eine oder andere Rezept nachmachen und trotzdem gesund? Ja, definitiv. Also ketogene Ernährung wird zum Beispiel auch in der Krebsforschung wird das verwendet. Also dass Menschen mit Krebs sich zum Beispiel eher ketogen ernähren sollen, weil sich der Krebs viel von Kohlenhydraten oder von Zucker auch ernährt. Von dem her sind wir wieder, wenn man es nicht im krassen
also zu krass macht, dann finde ich es total okay. Man muss es selber ausprobieren, ob es einem gut tut oder nicht. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema. Jeder Mensch ist individuell und jeder muss sich das natürlich auch raussuchen, was ihn anspricht und was ihm auch gut tut. Und dann ist es manchmal auch ganz wichtig, dass man sich vielleicht auch wirklich mal durchchecken lässt oder eben auch mal vom Ernährungscoach eine kleine Aufklärung bekommt. Aber wer sagt, ach, der Keto-Kompass, der gefällt mir sehr, sehr gut, der kann sich freuen, denn dieses Buch klärt auf, aber es sind eben auch 30 unterschiedliche Rezepte enthalten. Und wer sagt, ach ja, das würde in meiner Küche einen guten Platz finden, der muss eine wahnsinnig schwierige Frage beantworten. Wie nennt sich das Ernährungscoaching von Kerstin Obermoser? Haben wir kurz angesprochen, ne? Also ich weiß gar nicht, einmal haben wir es erwähnt. Es wird heute eine harte Aufgabe für unsere Zuschauer. Hart. Ist es A, ist die Hälfte oder ist es B, doch eher ist bewusst. Die Telefonnummern sind bekannt und 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Bis um 11 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. Und die Spielregeln sind noch mal nachzulesen unter www.astrotv.de. Mit wem fangen wir an? Hast du Happe schon Happe, offen? Ja, mit Happe? Hurz, da ist er wieder. Ja. Und es passt auch zum Thema. Happe und ich haben dasselbe im Horoskop. Wir haben beide Jupiter am Aszendenten. Das ist immer dieser Bauch. Aber das ist auch immer diese Veränderung, weil es gab auch mal andere Zeiten. Es gab auch mal andere auch Zeiten. Da muss man sagen, auch bei ihm ist die Zeit nicht stehen geblieben. Nein. Aber irgendwie dann doch. Ne? Die Nation hat sich wieder gefreut, dass unser Happe Kerkeling wieder zurückgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie lange war er jetzt weg von der Bildfläche? Sieben Jahre. Der war immer mal wieder auf so einer Preisverleihung. Hast immer mit so einem schönen Schal gesehen. Und der war immer mal da. Aber der war nie richtig mit einem richtigen Programm. Oder mit einer Show oder Sendung oder irgendwas. Aber er hat es wirklich auch geschafft, in diesen 7 Jahren komplett sich in sein Privatleben zurückzuziehen. Ja. Ne? Also, jeder hat ihn aber gefühlt vermisst, finde ich. Also, ich habe ihn auch vermisst. Ich habe mir die alten DVDs immer angeguckt. Ich bin ein vollkommener Habe-Fan. Und er ist jetzt zurück. Das sah er ja auch noch gut aus. Da war ja auch ein bisschen schlanker, aber gut. Und er hat heute übrigens Geburtstag. Ah, das muss man auch noch mal sagen. Happy heute Birthday. Ja, er wird, jetzt muss ich mal kurz rechnen, er wird 57. Aber sieht man ihm wirklich nicht an. Nee. Sieht man ihm nicht an. Nee. Man sieht auch mir die 22 nicht an. Nein, die 35 auch nicht. Ach komm, 33 war es doch bei dir. Aber Happe ist super, weil Happe hat erstmal hat er eine neue Sendung, Happe und die 7 Zwergstaaten, wo er quasi in verschiedenen Rollen schlüpft und quasi durch die ganzen Staaten reist. Dann wurde seine Lesung ausgestrahlt, die war aber von den Quoten her nicht so dolle. Die war jetzt so, man dachte, und jetzt kommt der Oberhammer, Club Las Piranhas. Der Film der Filme aus den 90er Jahren mit Angelika Milster und anderen wunderschönen Darstellern kommt zurück. Und zwar in einer Miniserie bei RTL Plus, bei diesem Streamingdienst. Damals legendär mit gelockten Haaren. Hat man nie mit gelockten Haaren gesehen, außer in diesem Film. Ich weiß nicht, was es auf sich hatte. Gott, aber wie jung er doch dann da noch aussah, oder? Ja. Ja, aber es ist jetzt mal so meine Frage. Also ist es überhaupt noch die Zeit für Happe Kerkeling? Man muss ja wirklich auch sagen, ich glaube, eine gewisse Generation kann mit dem Humor mit Beatrice und wie er die Menschen an der Nase herumgeführt hat, fast nichts mehr anfangen. Und manchmal hat man ja auch das Gefühl, so ein Otto, ist der noch aktuell oder ist es einfach irgendwann mal so, dass man sagt, jetzt sind halt die Neuen dran? Es sind die Neuen, aber die Alten sterben gefühlt nicht aus. Wenn du jetzt mal Silvester anguckst und du siehst diese ganzen alten Sketche über Harpe, Otto und was das alles ergibt, die sind einfach klasse. Oder Heinz Erhardt, der stirbt im Grunde auch nie. Loriot. Und Happe hat eigentlich jetzt, und das ist blöd, die Zeit seines Lebens. Er hat gerade Pluto auf seinem MC stehen. Pluto macht die Energie, der Erfolg. MC ist das Lebensziel. Und also der kann jetzt nochmal richtig, richtig durchstarten mit der ganzen Geschichte. Und er muss aber eben nur das Richtige finden. Und was das Richtige für ihn ist, ist übrigens Horst Schlemmer. Das wäre so eines, die Geschichten, die vielen gemocht haben, wo immer wieder sagen, Happe macht den Horst Schlemmer und er hatte die Rolle gehasst. Zumindest hat er gesagt, er musste sich immer eklig verkleiden und mit Don Karl überschütten. Er wird da, glaube ich, nicht... Es soll noch mal zurückkommen. Horst Schlemmer, er hat mal angekündigt, Horst Schlemmer sehe man in irgendeiner Form. Nur bei Problem bei Happe ist, es kann auch 5 Sekunden sein. Da sagt mir ein 21-jähriges
Mädel aus der Regie, der war übrigens auch mal bei Astro TV. Als ob ich das nicht wüsste. Ja, okay, das wunderte mich nämlich, dass das 21-jährige junge Mädel wüsste, dass der bei Astro TV, aber er war tatsächlich noch bei Astro TV. Und zwar noch in unseren allerersten Studios in der Budapester Straße. Da waren wir noch im ehemaligen Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und unsere legendäre Hilli Hotan, die ja jetzt wohlverdient in den Ruhestand gegangen ist. Und unsere Hilli, die saß im Studio. Und Harpe ist als Horst Schlemmer mitten in die Live-Sendung reingeplatzt. Und Hilli hat sich ja überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hat einfach ihren Job weitergemacht, hat Lebensberatung gemacht und hat ihm immer gesagt, was er denn da, was er eigentlich jetzt hier will. Und da ist sie sogar auch im Kinofilm gelandet. Ja, also es gibt ja den Horst Schlemmer, ich kandidiere. Und Hilli Hotan war auch tatsächlich in einem kurzen Ausschnitt oder ist in dem kurzen Ausschnitt mit dabei. Sensationell. Das ist sensationell. So, und das wünschen sich viele. Und Harpe hat, wie gesagt, jetzt die Zeit überhaupt schlechthin. Er ist übrigens Stier-Aszendent und logischerweise Schütze ja vom Sternzeichen. Und er hat die Zeit auch gebraucht, sich ein bisschen zurückzuziehen. Das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen diese Pufferzeit. Und er merkt aber irgendwie, er hat ja auch gesagt, auch Corona-Zeit. Ich meine, da war mal irgendwie viel alleine, aber irgendwie, ich wollte wieder raus. Ich wollte immer was machen im Grunde, außer eine Preisverleihung. Und das passt auch gut. Und er macht super Sachen. Man hat ihn so sehr vermisst. Und jetzt ist er endlich wieder da, nur auf Vox. Man hofft natürlich, dass es in irgendeiner Form noch mal weitergeht mit lustigen Hörbüchern, mit tollen Geschichten aus seinem Leben, die er immer erzählt hat. Wie sieht es im Privaten aus? Denn natürlich auch da hat er ja für Aufruhr damals gesorgt mit der langjährigen Beziehung, der Ehe mit seinem damaligen Freund oder Partner, die sich nach 20 Jahren, glaube ich, getrennt haben. Dann hat er aber sofort eine neue Liebe kennengelernt. Ja. Und da scheint es ganz gut zu funktionieren. Privat ist alles schick bei ihm. Da hat er keine riesen Thematiken im Grunde jetzt vom Horoskop. Es geht ihm jetzt wieder viel mehr um die Öffentlichkeit. Aber das stimmt. Es gab mal so eine Zeit, wo viele sich gedacht haben, Hella von Sinn von ihrer langjährigen Partnerin. Harpe. Also es war immer mal so eine Zeit, wo man gedacht hat, jetzt kommen diese steinharten Partnerschaften, die eigentlich immer safe waren. Aber privat hat er eine gute Zeit. Ach, Gott sei Dank, weil Harpe ist ja nun mal... Wir können uns, und das muss man auch immer wieder, oder darf man nie vergessen, wir können uns immer nur an die Glanzzeiten ganz oft von Harpe Kerkeling erinnern. Aber wir wissen einfach, die 90er Jahre, Rosa von Braunheim, vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff, der Harpe Kerkeling in einer Talkshow geoutet hat. Ja. Und das war damals für ihn ein Karriereeinbruch. Das heißt, er hat erstmal im deutschen Fernsehen keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt, weil in den 90er Jahren das Thema Homosexualität einfach nicht zu ihm gepasst hat, beziehungsweise generell noch nicht in die Zeitqualität gepasst hat. Die Leute tickten da irgendwie anders. Er hat es in irgendeiner Form geschafft, sich zu rehabilitieren, trotz alledem seine Homosexualität nicht länger zu verstecken. Und er ist eigentlich ein Vorreiter für viele, die sich jetzt eben auch trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, was soll's, ich bin schwul. Absolut, absolut. Und er ist eigentlich auch ein Ehrlichkeitsmensch. Er hat, wie gesagt, Jupiter am Aszendent, das ist nicht nur der Bauch. Es sind auch Menschen, die gerne ehrlich sind, die einfach auch mit offen rumrennen wollen, nicht sich verstecken wollen. Das ist ganz toll. Und du hast recht gehabt, die 90er waren für ihn, abgesehen von Kein Pardon, von dem Kinofilm, RTL Cheese, geht total in die Hose. Der hatte 99 den ersten Erfolg wieder, oder 98. Also, das war... Ja... Herrlich. Die Glücksmelodie. Vom kleinen, lustigen Glückshasen. Sehr schön. Tolle Zeiten. Und ich hoffe, es kommen auch noch einige tolle Zeiten wieder zurück. Harpe Kerkeling, ein großartiger Mensch und ein großartiger Comedian. Wir werden gleich weiter gucken. Und zwar noch mal auf eine Zeit, die wir ja auch miteinander verbracht haben. Ja. Quasi 3 Wochen. Das war doch schön, oder? Ja, es war so schön. Aber mir fällt zum ersten Mal auf, wir stehen verkehrt rum diesmal. Ja, das stimmt. Aber 3 Wochen haben wir uns über die Kandidaten im Promi Big Brother Haus unterhalten. Und heute geht es noch mal um 2 Kandidaten. Für den einen eine gute Zeit, für die andere gucken wir mal, was da so sich in der nächsten Zeit... Eigentlich auch gar nicht so schlecht für den anderen. Wir werden sehen. Wer übrigens in seine eigene 12-Monats-Vorschau gucken möchte, das heißt, wer möchte wissen, was passiert eigentlich 2022, der kann das natürlich tun, denn unser Timo Wagenbach, der erstellt diese Horoskope für die nächsten 12 Monate. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab da, wo ihr ihn haben wollt oder ab da, wo ihr es haben wollt. Auch einmal ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und ich glaube, jetzt gerade vor Weihnachten ist auch viel zu tun. Ne? Jetzt noch. Also für Weihnachtsgeschenke wird es klar, ein bisschen knapp schon. Dann brauche die ja ein bisschen, bis ich erstellt habe. Das stimmt natürlich. Also wer jetzt vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk haben möchte, der sollte sich jetzt ranhalten. Ansonsten meine Krickelschrift mal verstecken. wer meine Schrift mal an analysiert, der denkt sich doch auch, was ist das denn für ein merkwürdiger Charakter, oder? Ja. Ich kann es manchmal selber nicht mehr lesen.
Ja. Also manchmal weiß ich auch nicht, was da drauf steht. Es steht ja eigentlich auch nichts drauf. Aber nee, es steht nichts drauf. Nee, aber es steht nichts. Doch, aber jetzt steht, du kommst klar. Doch, hier steht, jetzt zum Beispiel Werbung Timo. Ja, Werbung das verstehe Timo. Sogar ich. Guck also mal. Machen wir jetzt Werbung Timo. Genau. Werbung Timo, was immer das bedeutet. Wagen Sie einen Blick in Ihre ganz persönliche Zukunft mit dem Jahreshoroskop 2022. Erstellt durch TV- und Medienastrologe Timo Wagenbach. Welche Glücksaspekte stehen bei Ihnen an? Wie schaut es in der Liebe aus und wie im Beruf? Dies und viel mehr erfahren Sie mit Ihrem ganz persönlichen Jahreshoroskop 2022, welches exklusiv auf Grundlage Ihrer Geburtsdaten für Sie erstellt wird. Bestellen Sie jetzt Ihr schriftliches Jahreshoroskop für 99 Euro unter 0800 400 8686 oder unter www.astrologie-wagenbach.de. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% Rabatt. Das Mystica Lenormand Set. Unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel weiß genau, was du zum schamanischen Kartenlegen brauchst. Positive Formulierungen, genaue Zeitangaben und Vitalitätsinspirationen. All das steht bereits auf den Karten. Zusätzlich gibt es noch eine Unterlage, die es dir ermöglicht, wie bei AstroTV im Fernsehen zu arbeiten. Hol dir jetzt dieses zauberhafte Kartendeck nach Hause unter der kostenfreien Bestellnummer 0800 9900 230. Der Hexenkalender für 2022 ist da. Das liebevoll gestaltete Buch erscheint bereits im 8. Jahr und ist ein umfassender Ratgeber für eine spirituelle Lebensweise über alle Religionen und Kulturen hinweg und enthält mehr als 350 praktische Anleitungen und Rituale zu den Themen Liebe, Lebensfreude, Glück und Finanzen. Starten Sie zusammen mit Stefanie Gralewskis Hexenkalender in ein großartiges neues Jahr voller Freude und Leichtigkeit. Weitere Kalenderpakete und Ritualsets finden Sie online unter www.stefaniegralewski.de oder am Telefon unter 030 9561 9248. In jedem Menschen ist die Sonne, man muss sie nur zum Leuchten bringen. Was einst schon Sokrates erkannte, hat sich auch Rosemarie Fahle zur Herzens- und Lebensaufgabe gemacht. Mit Hilfe ihrer angeborenen Hellsicht, den Karten und ihrem umfangreichen Wissen in den Bereichen der Astrologie, der Karomanumerologie und spezieller lösungsorientierter Gesprächstechniken begleitet Rosemarie Sie auf Ihrem Weg und zeigt Ihnen zugleich, welche Potenziale in Ihnen schlummern. Lassen Sie sich von Rosemaries Herzlichkeit und Empathie überzeugen. Sie berät Sie gerne zu allen Fragen, die Sie bewegen. Ernährungscoach Kerstin Obermoser ist zu Gast und ich freue mich, denn sie hat mich begrüßt mit den Worten, ich koche und du isst. Ja, das finde ich eine sehr schöne Geschichte. Eine tolle Aufteilung, die wir da haben. Allerdings stutze ich bei dem einen oder anderen Produkt und denke mir, das willst du jetzt nicht wirklich verwenden, oder? Und mir sagen, daraus machst du ein leckeres Pancake. Mhm. Doch. Man weiß am Anfang nicht genau, was es ist. Sind es Bananen? Sind es Bananen, die vielleicht in irgendwie im Ofen schwarz geworden sind? Alte Bananen, ja? Ja, das sind jetzt einfach sehr, sehr durchgereifte Bananen. Ich kann deinen Blick verstehen. Und ich hätte sie früher auch nicht gegessen. Und ich würde sie auch so nicht essen. Passionsfrucht, Maracuja. Ah, okay. Sieht die so aus? Oder bei dem muss ich jetzt mal fragen. Oder sieht ja, die Frische sehen anders auch, aus? Die sehen, also die gibt es auch so im Supermarkt. Alles klar. Also, und ein bisschen weniger runzlig. Alles klar. Aber und, das Innenleben ist noch okay. Ja, und das, finde ich, ist ja dieses Schöne. Hier, mein 21-jähriges Ding in der Regie hat gesagt, wenn das Pancake gut wird, dann weiß ich auch, was ich mit meinen Bananen mache. Ja. Oder einfrieren, auch super für Bananeneis. Ja, solche Bananen hätte bei mir schon längst auf dem Biomüll. Aber das ist genau der Punkt. Also bei mir passiert das öfter mal, dass Bananen schnell reifen dann. Und dann habe ich sie früher auch weggeschmissen. Aber das ist halt wieder das Thema bewusster Konsum und Lebensmittelverschwendung. Absolut. Und die sind halt sehr süß. Du hast mir heute da schon wieder ganz klar gesagt, achte mal ein bisschen mehr drauf. Nicht jede schwarze Banane muss gleich den Weg zum Biomüll finden. Also ist so. Genau, ja, wenn man nur was ein anderes Verwendungszweck. Wenn man was Gutes draus macht. Was brauchen wir alles, um das vegane Pancake herzustellen? Also bei diesem Rezept brauchen wir einmal Haferflocken. Dann habe ich hier eine Reismilch. Da kann man natürlich auch, wenn man es nicht vegan macht, mit normaler Milch machen. Ansonsten irgendeine Pflanzenmilch. Und das war der Kerstin ein bisschen peinlich, weil sie gesagt hat, habt ihr nicht eben so eine kleine Kristallkaraffe oder so, wo ich die Milch ein bisschen schöner
reinfüllen kann. Guck mal, selbst Timo fängt schon an zu grinsen, wenn es darum geht. Habe ich zu ihr gesagt, nee, sie ist hier bei Astro TV, nicht bei RTL oder sonst irgendwas. Wir sind froh, dass wir überhaupt Gläser hier haben. Ja? Also, nee. Naja, also zumindest kann man es gut ausgießen. Das ist schon mal gut. Genau, also im Endeffekt die Pflanzenmilch, Haferflocken und die wunderbaren Bananen, weil die süßen nämlich auch. Und dann kann man es verfeinern mit ein bisschen Zimt oder auch Vanille, wenn man möchte. Und ich persönlich bin ja ein ganz großer Fan von der Kombi Banane und Erdnuss. Und deshalb habe ich hier noch einen Erdnussmus Crunchy, das hat so ein bisschen Salzgeschmack auch. Du kannst es ruhig auch so rumdrehen, das finde ich ja ganz süß, weil du natürlich auch schon die ein oder andere Erfahrung mit Fernsehsendern, bei RTL warst du schon und hast da so. Wir sind eine Dauerwerbesendung, das heißt, wir können das ruhig auch so hinstellen. Findet man im Reformhaus natürlich auch solche Produkte, also ich weiß gar nicht, ob man jetzt Rapunzel unbedingt auch im normalen Supermarkt findet oder ob man da schon eher im Biomarkt gehen muss. Ne? Richtig. Alles klar. Und dann habe ich ein Kokosöl, das nehmen wir dann zum Rausbacken und dann habe ich ein bisschen Obst für die Deko und für die Vitamine und habe heute schon einen Granatapfel geschlachtet sozusagen. Extra für uns. Genau, für die Antioxidantien, alles für die klar. Haut. Und du hast natürlich auch das Risiko, dass du die Herdplatte nicht kennst, unsere kleine professorische Küche. Also fangen wir mal an und wenn irgendwas schief geht, an der Kerstin liegt es nicht. Genau, das finde ich gut. Immer nur an uns. Genau, da ich die nicht kenne, ich weiß ja jetzt wirklich nicht, wie schnell die warm wird, schalte ich die schon mal ein bisschen ein. Das weiß ich auch nicht so genau. Da müsste ich eigentlich mal die Astro-TV-Berater fragen, die vor einigen Jahren mit mir zusammen so eine Challenge gemacht hat. Eine Woche wurde hier gekocht. Ja. Also Berater gegen Berater. Und da haben viele geflucht über die Herdplatten. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Na gut, wir werden es rausfinden. Ich habe das hier schon mal abgemessen. Das Rezept gibt es dann auch auf meinem Blog oder wenn ihr das auch einblenden wollt. Aber auf jeden Fall alles klar. Ist das hier schon mal. Wollen wir erst mal testen, ob es überhaupt schmeckt. Ich bin mir sicher. Genau. So. Es geht halt eben auch echt schnell. Ne? Wir haben zusammen. Ja zusammen auch schon mal in der großen Lockdown-Phase, als man Leichter Leben nach Hause geschickt hat, in unserer Home Sweet Home Edition miteinander geinstagrammt. Genau. Und haben zusammen Energy-Bällchen hergestellt, die auch echt extremst lecker waren. Ich mochte sie gerne. Wer das noch mal sehen möchte, der findet das Ganze natürlich auch bei Instagram auf der Astro TV Originalseite. Da muss man sich so ein bisschen durchscrollen. Das ist schon ein bisschen länger her. Im Mai war es. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeguckt. Der 19. Mai. Also wer da ein bisschen Geduld hat, der kann sich das Rezept der Energy Bällchen gerne auch noch mal auf unserem Instagram-Profil bei Astro TV angucken. Genau. Als IGTV. Kann man auch ein bisschen weihnachtlicher dann gestalten, wenn man die Gewürze einfach andere verwendet. Mit ja, mehr Zimt. Du bist ja heute auch schon in Weihnachtsstimmung, ne? Also durch dich ja. Erstmalig dieses Jahr. Weil hier ist alles schon so schön weihnachtlich. So, ne, mal gucken. Nicht, dass in dieser Riesenschüssel, vielleicht hätte ich doch eine kleinere nehmen sollen, aber wir werden sehen. Ich werde das jetzt gleich mixen. So. Passiert was oder passiert nichts? Es passiert schon was, aber es ist. Ich muss mich nicht stressen. Bist du Induktion gewohnt oder wie? Nee, da komme ich ja gar nicht klar. Ich auch nicht. Es geht überhaupt nicht. Oh, schrecklich. Irgendwas piepst, immer irgendwas funktioniert nicht. Ich habe neulich meinen Glühwein machen wollen, dann ist der mir so übergekocht. Dann muss ich mal kurz überlegen. Ja, dieser Glühwein. Also einmal mache ich was auf so einem Induktionsherd und selbst das geht daneben. Da traue ich mich gar nicht erst zu kochen. Also Zutaten alle zusammenrühren und dann vermixen. Also wir haben jetzt die Haferflocken drinnen, wir haben jetzt die Reismilch, mit drinnen und so einen großen Esslöffel Erdnussmus hast du mir gemacht. Genau. Ja, super, danke. Bevor ich das Kabel vielleicht noch mit verbrenne. Ja. Oder man denkt sich, was ist das denn für eine dünne schwarze Banane? Die wird mir jetzt kleben bleiben, diese Banane. Ach so, die ist ja auch schon da drinnen. Genau, die Banane ist auch schon drin. Ich mache das zu Hause immer im Hochleistungsmixer. Das ist dann auch immer noch mal eine andere Konsistenz. Ah, du kannst auch ruhig mal Gas geben. Dann halten wir uns mal alle kurz die Ohren zu. Den wolltest du nicht mit hierher schleppen, ne? Genau. Was ich verstehen kann. Und vor allem möchte ich auch einfach zeigen, dass das auch gut mit dem Stabmixer geht, weil nicht jeder hat einen Hochleistungsmixer. Das ist natürlich wirklich super. Genau. Danke. Ja, ich hatte mir hier schon was vorbereitet, aber ich
muss man es von der Konsistenz riechen noch angucken. Riechen tut es jetzt wirklich extrem gut. Also auch mit dieser, danke, man riecht diese Banane, aber die riecht gar nicht so richtig bananig. Also schon, aber weißt du, aber wahrscheinlich, weil ich noch nie so eine schwarze Banane gerochen habe. So lange ist die nie bei mir geblieben. Das weiß ich, dass sie süßer sind. Meine 21-Jährige ist heute aber wirklich engagiert hier. 22. Engagiert ist sie heute in meinem Ohr. Ja, ich merke das. Schmeckt süßer. Danke. Das ist schon ganz gut. Und dann machst du das einfach nur in die Pfanne, ja? Wie lange dauert das jetzt zum Rösten? Das kommt auf die Herdplatte drauf an. Also es könnte ein bisschen dauern. Nee, ich habe nämlich jetzt gleich ein kurzes Gespräch mit Elisabeth Tartler. Ich würde einfach mal sagen, ich mache das jetzt. Ja. Du kannst entweder schon vorbereiten. Oder du wartest bis... Ich mixe ein bisschen rein. Ja, bis ich dann wieder zu dir komme, oder? Ja, genau, Elisabeth Tartler, die stellt sich jetzt erstmal vor hier, wie man sie erreichen kann über unseren Partner Classico, und gleich ist sie bei mir. Elisabeth. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket. Und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Elisabeth Tartler kommt natürlich auch immer zu uns mit einem gewissen Thema, und heute ein Thema, das ihr Lebensberater ja alle sehr gut kennt, denn da geht es um das richtige Zuhören, und ihr habt so viele Telefonate am Tag mit verschiedensten Menschen, die euch die Sorgen und Probleme natürlich auch verraten. Da muss man natürlich auch richtig zuhören, oder? Ja, erstmal hallo. Ja, man muss zuhören, man muss auch hinhören, das ist das Wichtigere, dass man wirklich hinhört. Was ist hinter der Frage, die derjenige an mich stellt? Das ist das Wichtigste. Ja, weil manchmal kommt es dadurch natürlich auch zu kleinen Kommunikationsproblemen, weil man sich missversteht. Also das kennen wir ja alle, ne? Der eine sagt so und der andere hört das aber anders. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass man vielleicht nochmal in den Austausch geht. Das ist sehr wichtig. Vor allen Dingen muss ich dann das, was der andere sagt, muss ich nochmal hinterfragen und muss gucken, was ist denn die Frage hinter der Frage? Was ist das, was ist die Motivation? Warum ruft mich jemand an? Ein kleines Beispiel: heute Morgen hatte ich so jemanden am Telefon, wollte wissen, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. Gut, große Frage. Wo soll ich da antworten? Dann muss ich erstmal herauskristallisieren, was möchte derjenige oder diejenige. Und dann kam heraus, ja, ich habe so Schwierigkeiten in der Arbeit und habe mit den Kollegen Schwierigkeiten, vor allen Dingen jetzt diese herausfordernde Zeit, die so schwierig ist. Ich weiß nicht, wie ich da mit dem Kollegen umgehen soll oder mit der Kollegin, und hilf mir doch mal bitte, aus dieser Situation herauszukommen. Und dann gehen wir ins Gespräch und schauen, wo sind denn da wirklich die Kommunikationsschwierigkeiten? Und es ist so wichtig, also es ist natürlich so wichtig, denn die Worte, die wir sagen, die können wir oftmals nicht zurücknehmen, auch wenn wir es oftmals uns wünschen würden, denn das setzt sich natürlich auch im Kopf fest, und auch wenn man sich dafür entschuldigt, das bleibt immer so ein kleiner bitterer Nachgeschmack. Deswegen immer erstmal so ein bisschen darüber nachdenken, wie man mit Menschen natürlich auch umgeht, wie man mit ihnen redet, damit man da eben auf eine gute Kommunikation stoßen kann. Und das Hinhören, das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle. Das seid ihr Lebensberater ja Gott sei Dank sehr gut geschult darin. Ja, und was mir auch noch wichtig ist, oder mir persönlich wichtig ist, ist, dass ich wertfrei bin. Wenn jemand mich was fragt, ich denke, zwischendurch ist jetzt dieses Thema, diese Zweigeteiltheit, die wir haben vor Jahren auch schon mal mit verschiedenen Themen gehabt, wo die
Gleichgeschlechtlichkeit aufkam und, oder so. Und dann war ja einfach, wollte man da jemandem etwas überstülpen. Das geht nicht und du darfst dies nicht, du sollst jenes nicht. Nein, ich muss versuchen, auch mit diesem Hinhören, Zuhören, demjenigen auch die Freiheit zu geben, sich selbst zu entfalten. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist es auch auf der einen Seite wichtig, wenn man, glaube ich, gerade in eurem Bereich mit den Menschen redet, dass man da wirklich sehr, sehr wertfrei ist. Ansonsten darf man schon auch mal das ein oder andere kritische Wörtchen lostreten und auch vielleicht mal über den ein oder anderen ein bisschen kritischer mit einem Schmunzeln natürlich auch reden. Elisabeth, vielen, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich habe dir gerne zugehört und freue mich auf das nächste Mal. Hab eine gute Zeit und bis dahin. Ich höre dir auch immer sehr gerne zu und freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder persönlich sehen. Ich mich auch. Bis dahin, Elisabeth Tadler, natürlich auch über unseren Partner Questico zu erreichen. Ansonsten stellt euch heute auch wieder unsere österreichische Designerin Gabriele Iasetta einen Heilstein vor. Es geht um den Aventurin, was der so alles kann. Das wird sie euch gleich erklären. Aber nicht nur das, sondern sie stellt euch auch gleich noch die passenden Schmuckstücke vor, die in gewissen Lebenssituationen auch gute Kraftgeber sein können. Vielleicht erkennt ihr euch jetzt gerade in der Aussage des Aventurins wieder. Ja, dann wie gesagt, das passende Schmuckstück ist ebenfalls dabei. Der Aventurin gilt in der Magie als Reichtumsstein, als der Stein für Erfolg, für Wachstum, für Erneuerung. Aber natürlich gilt der Aventurin auch als Glücksstein. Denn der Aventurin, der macht etwas mit uns. Der setzt unsere Endorphine, unsere Glückshormone frei. Und damit beginnt unser Tag oder wenn wir unser Armband anlegen, kommen wir sofort in eine Glücksschwingung hinein, senden diese aus und ziehen dadurch durch das Resonanzgesetz das Glück wieder in unser Leben hinein. Wir alle kennen doch so die Tage, wo man vielleicht mit dem linken Fuß aufgestanden ist und dann fällt der Kaffee um und dann versäumt man noch den Bus oder die Straßenbahn. Oder man steht im Stau und so zieht sich dieses ganze Negative durch den ganzen Tag wie ein roter Faden. Und genauso haben wir natürlich auch alle schon diese anderen Tage erlebt, wo alles in Glück ist, wo die Sonne scheint, egal was wir tun, selbst wenn wir Lotto spielen würden, dann würden wir gewinnen, weil wir in einer Glücksschwingung sind. Und genau dafür ist der Aventurin der richtige Stein. Wenn man immer in einer Glücksschwingung sein möchte, dann sollte man unbedingt einen Aventurin tragen, am Morgen das Armband anlegen und in die Glücksschwingung kommen, weil er unsere Endorphine freisetzt. Vielleicht hat man eine lange, schwierige Zeit hinter sich. Dann ist es natürlich auch wieder wichtig, dass man mehr Lebensfreude bekommt, dass man wieder optimistischer in die Zukunft blickt. Oder man neigt vielleicht sogar zu großen Ängsten, zu Panikattacken. Dann wirkt der Aventurin auch sehr beruhigend. Also es ist nicht nur ein Stein, der die Endorphine freisetzt, sondern er wirkt natürlich auch beruhigend, wenn Ruhe angesagt ist. Also auch da wirkt er. Er macht sie also optimistischer, zielstrebiger. Dadurch gibt er ihnen natürlich auch wieder ein Selbstbewusstsein. Man kann seine Ziele verfolgen, weil man ja weiß, man ist vom Glück geleitet. Es wird unterstützt da seine Ziele. Und dafür ist eben der Aventurin natürlich auch gut, wenn man etwas Neues beginnen möchte, wenn man wieder durchstarten möchte. Da unterstützt einen der Aventurin auch mit der Durchhaltekraft, denn wenn wir glücklich sind, dann haben wir Energie, dann haben wir Durchhaltekraft, dann haben wir Mut, dann haben wir Zuversicht und für all diese Dinge steht der Aventurin. Vom Aventurin weiß man von der körperlichen Wirkung, dass er sehr für unsere Haut zuständig ist. Die Haut ist ja auch der Spiegel unserer Seele und natürlich
ist es so, wenn wir rote Flecken bekommen oder auch Schuppenflechten, für all diese Dinge, Ekzeme, Neurodermitis, dagegen soll der Aventurin wirken. Warum? Wenn wir glücklicher sind, dann ist unsere Haut, die leuchtet dann auch. Und deswegen sagt man den Aventurin natürlich auch nach, dass er sehr gut gegen Hautprobleme wirkt. Man sagt ihm aber auch nach, dass er hohes Cholesterin abbaut, dass er die Arterien säubert, dass er gegen Bluthochdruck ist. Das hängt ja auch immer alles körperlich ein bisschen zusammen und dass er uns eben wieder wirklich Energie gibt. Also jeder Stein, jeder Heilstein und besonders eben der Aventurin hat sehr viel mit unserer Seele zu tun, aber auch eine große körperliche Wirkung. Heilsteine sind ein Geschenk der Natur und der Aventurin schenkt uns noch dazu ganz viel Glück. Also viel Glück damit. Bussi, Baba. Ich hab tatsächlich vergessen, wer Promi Big Brother gewonnen hat. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ja, wir haben's. Hat sie es gewonnen? Ja. Ernsthaft? Ja. Wieso weiß ich das nicht mehr? Gut, ich hatte Corona, aber... Und wir haben den letzten Tag getrunken. Aber das war auch noch was. Aber gut. Nein, Melanie Müller hat Promi Big Brother gewonnen. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Und hat auch Dschungelcamp damals ja, gewonnen. Ja, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Aber ja, das genau. Naheliegende. Mein Kurzzeitgedächtnis leidet darunter wahrscheinlich. Aber dann ist ja eine super. Eigentlich habe ich es extra so gemacht, weil ich die super Überleitung zu Melanie Müller finden wollte. Denn um die geht es gerade. Ja, die hat aber leider keine so schönen Zeiten gerade, weil die hat sich nämlich von ihrem Männlein getrennt. Das war damals schon bei Promi Big Brother schon das Problem, dass die Stress hatten. War schon Thema. Die sind auch mit Stress auseinandergegangen. Er ist ja dann mal kurzzeitig rein ins Haus. Da hatten wir so ein Date quasi in dem einen Abend. Und jetzt wurde sie gesehen mit einem anderen Mann. So dachte man, oh, wer ist das denn? Das war Ende oder Mitte Ende November. Das ist also gar nicht so lange her. Ich glaube, 26 oder irgend sowas. Und jetzt kam raus, jetzt hatte er die Beziehung für offiziell auch beendet gehabt. Aber obwohl er allein im Urlaub ist. Obwohl ich mir das fast schon gedacht habe. Ja. Denn man muss auch sagen, die hatten dieses ganz große Problem, dass Melanie Müller ein Arbeitstier ist. Und dass er sich ganz oft außen vor gefühlt hat. Er war immer nur zu Hause. Er war das Familienoberhaupt. Er hat sich um die Kinder gekümmert. Also sie war ständig nur unterwegs und hat das auch eigentlich eingesehen, als er ihr das im Promi Big Brother Haus so erzählt hat und gesagt hat, wir müssen da aneinander arbeiten, wir müssen was ändern. Aber sie hat nichts geändert. Also sie ist eigentlich aus dem Promi Big Brother Haus raus und war nie zu Hause. Also wenn man sie so ein bisschen verfolgt hat auf Instagram, sie war ja nur unterwegs. Eben, und sie hat sich ja vorgenommen, eigentlich ihre Beziehung versucht zu retten. Und wir haben damals schon gesagt, naja, von den Sternen her hat sie eine gute Chance, wenn sie es bis Ende des Jahres schafft. Aber die hat so starke Trennungskonstellationen im Horoskop auch schon gehabt, dass mir das klar war. Und dann kam die Schlagzeile und ich dachte, naja, da haben wir es mal wieder. Aber... Ist es aber gut? Also man muss ja immer wieder sagen, manchmal haben wir ja Trennungen oder manchmal müssen Trennungen sein, müssen Beziehungen auseinandergehen, weil es einfach keinen Sinn mehr hat. Dafür ist jeder frei für was Neues und hat sie gute Liebesaspekte, also müssen wir Sorgen um sie machen. Nächstes Jahr. Ab Frühjahr hat sie wieder gute Liebesaspekte. Also wenn nicht, jetzt sogar schon was losgeht, so was man gar nicht weiß. Am Ende läuft da schon was mit anderen. Alles klar, wir werden uns im Frühjahr wiedersehen und dann gucken wir mal, was du gesagt hast. Bei einem hast du auf jeden Fall auch aus dem Promi Big Brother Haus immer gesagt, du würdest dir so sehr wünschen, er käme wieder zurück mit dieser Sendung und er kam wieder zurück. Und es ist wirklich auch wieder ein Comeback. Wir haben letzte Woche oder das letzte Mal ja auch über Wetten, dass geredet, über TV Total geredet. Ja. Jetzt können wir über Geh aufs Ganze reden, denn der Zong ist back. Jörg Träger ist Achso, ja, wieder. Jörg Träger. Achtung, wäre meine Überleitung gewesen, der ja quasi mit Melanie Müller noch beraten hat im Braunbürger Haus zu seiner Beziehung. Aber er ist zurück quasi und er kriegt drei ganze Sendungen mit Daniel Boschmann. Das ist einer vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, der das grandios macht übrigens, wie ich finde. Also er ist so der Zwischenspieler. Und ich habe mir beide Sendungen bisher angeguckt und ich finde sie grandios, weil es sind so wieder alte Zeiten. Es ist nichts Großartiges. Du musst nicht irgendwas Ekliges machen. Du musst nicht irgendwie eine große Show machen. Es sind die einfachen Würfelspiele. Es ist das einfache Zocken. Du weißt wirklich nie, wann bringt er dich quasi
quasi so sinngemäß zockermäßig um die Ecke und wann meint er es eigentlich lieb mit dir. Und er hat das clever gemacht mit dem Promi Big Brother, weil er hat ja auch gezeigt, was er kann. Ja. Also vor dem Einzug, glaube ich, vor dem Einzug oder an dem Tag hat er ja quasi nochmal wirklich auch mit dem Promi Big Brother Publikum gespielt und konnte wirklich sein Talent auch nochmal vorführen. Hat er großartig gemacht. Und da kam man plötzlich, wir kamen ja auch Geschmack und haben gesagt, eigentlich muss es das wieder geben. Ne? Und das Schöne ist, die Quoten sind super. Die Quoten sind toll. Also der hat irgendwie, also für Sat.1-Verhältnisse, er kommt nicht an Herr Gottschalk ran. Ja, das kriegt er jetzt nicht hin, aber er hat irgendwie 2,5 Millionen für die ersten beiden Sendungen. Das ist echt gut für Sat.1. Die haben schon lange kein Format mehr gehabt, was so gute Quoten am Freitagabend hatte. Und ich würde es mir wünschen, wenn das muss nicht täglich sein. Also was ich dann, ich glaube, es ist nicht die Zeit, wo man sagen würde, geh aufs Ganze, mach das wieder täglich. Nee. Denn jetzt ist es vorbei. Wir Deutschen sind nicht die Game-Shows. Nein, das ist genauso ist das. Wie Wetten, das wahrscheinlich auch zweimal im Jahr gut funktionieren würde. Aber, mach das wöchentlich, meinetwegen. Oder mach das staffelmäßig so ein bisschen. Guck mal, hier, da sind sie, die zwei. Ja, sehr gut. Aber ich freue mich auch, also ich freue mich auch, dass der alte Herr des Fernsehens, Jörg Träger, auch wieder sein Comeback feiern durfte. Freut mich immer sowas. Timo, nächste Woche bist du mit dem lieben Jens wahrscheinlich am Start. Der freut sich bestimmt auch sehr auf dich. Sehen wir uns vor Weihnachten nochmal? Persönlich nicht, aber per Zoom. Per Zoom. Und dann habe ich auch ein anderes nochmal Weihnachtsoutfit extra für dich. Hier, die Astro TV Weihnachtsshow. Oder was auch immer. Vorschau-Horoskop gibt es, aber es gibt nicht nur das Vorschau-Horoskop, sondern wer sich ein bisschen besser kennenlernen möchte, der kann ebenfalls die Persönlichkeitsanalyse bekommen von Timo Wagenbach unter der gebührenfreien Telefonnummer. Ist die natürlich auch zu bestellen, entweder für sich selber oder eben auch als Weihnachtsgeschenk. Wie man dazu kommt, erzählt euch der Timo. Guckt jetzt mal ein bisschen, das ist total verrückt, was jetzt passiert. Total. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wagenbach, ich bin Medienastrologe und habe Ihnen was ganz Besonderes heute mitgebracht, und zwar das Persönlichkeitshoroskop. Hier steht im Grunde schriftlich alles drin, was Ihr Geburtshoroskop hergibt. Wie sieht's mit den Finanzen aus? Wie mit der Liebe? Was für einen Partner brauche ich? Und für die Schulabgänger unter Ihnen, was für einen Job sollte ich denn überhaupt machen? Wo sind meine Talente? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Das alles bekommen Sie jetzt hier in schriftlicher Form, und exklusiv dazu gibt es mein persönliches Radix, und zwar auf Grundlage Ihrer Geburtsdaten. Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort brauche ich von Ihnen natürlich auch, wenn Sie dieses bestellen. Dann bekommen Sie Ihr persönliches Radix auch noch obendrauf mit den sensitiven Punkten und den Asteroiden. Das sind Feinheiten im Horoskop, mit der nicht jeder Astrologe arbeitet. Hier als Beispiel mit meinen Daten. Das ganze Persönlichkeitshoroskop von mir für Sie erstellt ist jetzt quasi buchbar unter der 0800 400 8686. Wie gesagt, wir brauchen Geburtsdatum, Zeit und Ort. Und dann flattert dieses schöne Horoskop bald zu Ihnen nach Hause. So, jetzt, die Herdplatte wird schon wieder angewärmt. Und das, was du da so zusammen gemixt hast, ist quasi ein Pancake-Teig. Genau. Wir sagen noch mal ganz kurz, was drinnen ist. Richtig, Haferflocken, eine wunderbare Banane. Reismilch. Aber es ist wirklich besser. Was ich natürlich vergessen habe, war Zimt. Das Zimt. Das habe ich ja jetzt extra mitgenommen. Es ist wirklich ein bisschen besser, wahrscheinlich wegen der Süße, damit es eben auf natürliche Art und Weise gesüßt wird, wirklich schon sehr grenzwertige Banane zu nehmen. Die würde man so, glaube ich, jetzt nicht mehr essen, oder? Nee, ich friere sie ein für Bananeneis oder nehme sie eben für die Pancakes. Aber das oder finde für ich ist auch ein schöner Tipp eben, dass man solche Dinge eben auch einfrieren kann, dass man dann später eben auch noch mal was zubereiten kann. Mhm. Dürfen Bananen überhaupt in den Kühlschrank? Nee, sollte man nicht machen, ne? Dann werden sie nämlich zum Beispiel dann werden sie so, ne? Ja. Also, alles klar. Genau, was wir noch vergessen haben, Erdnussmus ist noch drin. Im Teig. Genau, ne? Ungefähr ein großer Esslöffel. Genau. Und jetzt mache ich hier Kokosöl. Aber was man ja auch sagen muss als Ernährungscoach, du wirst es ja auch mitbekommen haben, dass sich natürlich auch in den letzten Jahren die Lebensmittelindustrie gewaltig verändert hat. Ne? Mhm. Also wenn man, glaube ich, vor 15 Jahren den Biomarkt betreten hat, wenn es in der Richtung schon, es waren ja eher Reformhäuser damals, die in solche Richtungen gegangen sind, da hat sich natürlich jetzt schon viel, viel getan, auch was das Kochen, was die Ideenreichtümer anbelangt, ist das ja nicht mehr zu vergleichen. Mhm. Ne? Das sind so viele junge Startups dabei und so viele tolle Sachen, die gemacht werden. Auch viele alte Traditionen, die wieder aufleben, wie das Fermentieren zum Beispiel, was ja auch wahnsinnig gesund ist. Ich meine, vieles hatte schon einen Sinn. Ne? Man wusste nur nicht immer so genau, woher der Sinn kommt oder warum man es gemacht hat. Beim Fermentieren geht es ja auch darum, ums Haltbar machen, aber dass das fürs Darmmilieu super ist.
Wir gucken, dass ich hier nicht die Schüssel genau davor halte. Ne? Ich mach mal so ein paar kleine. Ja, und man muss sich einfach aufklären lassen. Und ich finde das immer, eben immer sehr, sehr schön. Ne? Also, dass Kochen sehr gut im Fernsehen nach wie vor ankommt. Mhm. Und da ist es egal, ob es jetzt wirklich die einfache Küche ist oder ob es The Taste ist, wo er wirklich eigentlich ganz normallos wirklich Spitzengastronomie betreiben. Und man sich immer fragt, wow, das ist schon krass. Ne? Also, was Menschen doch auch so drauf haben. Ja, und es gibt aber auch noch so, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es heißt, aber hier Tim Raue, gegeneinander. Also wo sie so wilde Sachen nachkochen müssen, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Aber nicht Kitchen Impossible. Doch, da sind genau. Kitchen Impossible. Ein großartiges Sendeformat sollte übrigens nach der ersten Folge eingestampft werden, okay, weil es so schlechte Quoten hatte. Haben sie verschoben auf einen anderen Sendeplatz und ist jetzt eines der erfolgreichsten Vox-Produktionen, die man sich vorstellen kann. Sehr unterhaltsam, aber er macht das nicht nur mit Tim Raue, sondern genau, er sucht sich ja eben immer die großen Spitzenköche aus, die dann nachkochen müssen. Und da geht es nicht immer nur um die Spitzengastronomie. Sondern da würde jetzt auch so ein Pancake vielleicht bei denen auf den Teller kommen und die müssten rausfinden, was ist da alles drinnen. Das stimmt, bei denen ist es relativ einfach. Aber ja, aber trotzdem, ich wüsste jetzt nicht, also das wäre für die eine Leichtigkeit. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich den jetzt esse, was du da alles so reingemacht hast, bin ich ganz ehrlich. Deswegen lasse ich mich auch lieber bekochen. Hast du Glück heute. Aber sieht schon sehr lecker aus. Bei mir glaube ich, ich würde noch nicht mal einen normalen Pancake so schön hinkriegen. Naja, das auf meinem Herd. Auf dem Induktionsherd. Den habe ich Gott sei Dank nicht. Also gut. Ich weiß gar nicht, ist das so? Ist das so? Ich frage mich das wirklich jedes Mal. Kannst du das sagen? Ich habe immer das Gefühl, je langsamer irgendwie, also ich finde ja dieses langsame Garen und dieses langsame, dass irgendetwas langsam vor sich hinköchelt, wesentlich schöner als diese Hektik, die ich bekomme, wenn alles so schnell geht. Also was ist denn gesünder? Naja, das kommt ein bisschen drauf an, aber das macht nichts. Abgelenkt. Das war ich. Hab dich abgelenkt. Zu früh umgedreht. Also generell sind die schonenden Verfahren natürlich besser, weil mehr Nährwerte drin bleiben. Ne? Also sozusagen das schonende Dampfgarn ist also besser als das super heiße Kochen. Aber ich habe da auch einen lustigen Schwank. Ich habe mir einen Slow Chooser gekauft. Ein was? Ein Slow Chooser. Alles klar. Also wo du, genau. Und ich habe mich auch gefragt, das war halt dieser Hype, ne? Also nicht die normalen Saftpressen, die so zerschneiden und häckseln, sondern der Slow Chooser. Und ich habe es dann beim ersten Mal bemerkt, es war so richtige Achtsamkeit. Wir haben noch zwei Minuten, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Ja, ansonsten müssen wir es über Instagram einfach dann zeigen, nein, wie sie geschmeckt haben. Aber es liegt daran, dass ich mich natürlich wieder verquatscht habe. Ich bin schuld daran. Aber es wird halt jetzt nicht mehr viel am Obst geschnitzelt. Ich wollte dich jetzt hier gar nicht mit dem Slow Chooser. Da war ich von Elisabeth Hartler heute schon gehört, dass ich zuhören soll. Bin bemüht. Sie war stets bemüht. Genau, hier sieht man schon. Oh, riechen tut er aber wirklich. Das sind die guten Kalorien, die gleich hier reinkommen. Riechen tut er extrem gut. Man riecht den Zimt. Natürlich auch durch die Banane schön fluffig. Ja, also eine bessere Banane hätte man nicht dazu gut verwenden können. Komm, wir machen noch ein bisschen ein schnelles Topping drauf. Das ist noch so ein bisschen. Ansonsten zeigen wir es gleich auf unserer Instagram-Seite, wie es dann im Endeffekt, wir wollen keine Hektik jetzt hier verbreiten. Und wie es schmeckt, das erfahrt ihr, wenn ihr einfach mal bei Leichter Leben bei Instagram vorbeiguckt. Ach, einfach so und so, bei mir hätte das alles überhaupt nicht diesen gewissen. Muss ich jetzt noch von der Maracuja überraschen? 30 Sekunden noch. Ich sag schon mal Tschüss, Ciao und Servus. Aber nee, ich verabschiede mich nur schon. Spruch des Tages, gucken wir auf den? Bitte sehr. Achso, ich soll jetzt doch schnell probieren, ja? Wenn du möchtest, kannst du. Hier ist eine Gabel auch. In der Hoffnung, er schmeckt. Natürlich schmeckt er. Schweigen. Natürlich schmeckt er. Nachkochen kann man auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, sind die guten Kalorien. Spruch des Tages, mal gucken, was der uns zu sagen hat. Ja, ja. Der Albert Einstein, ein so schlauer Mann, oder? Ein leerer Magen ist ein schlechter Ratgeber. Der war nicht nur ein großartiger Denker und Geist und Kopf, sondern auch ein Philosoph. Bis morgen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Sehr gerne. Bon Appetit. Ja. Bei Instagram noch mal vorbeigucken. Timo auch? Ja, ich würde auch den restlichen Teig noch machen für die anderen. Ja, die freuen sich. Kannst du mir mal noch...